Biologin und arbeite für den Naturpark Mohr. Und am liebsten führe ich Schulklassen durch die Gegend oder Besuchergruppen, die Spannendes zum Thema Mohr erfahren möchten. Moore sind für uns alle deshalb so wichtig, weil sie natürlich einmal eine wichtige Klimaschutzfunktion haben, zum anderen aber natürlich auch, sie sind ganz spezielle Lebensräume. Heute unternehmen wir eine tolle, spannende Tour durch den Naturpark Mohr. Wir starten dabei am Garten des Nazareners in Twiest. Das ist ein Garten, in dem man biblische Gewächse bewundern kann, wie zum Beispiel der brennende Dornbusch, der Diptam, der gerade schön blüht. Zu sehen sind da verschiedene Lauchsorten, Pflanzen wie das Johanniskraut oder die Jakobsleiter, ein Bauerngarten nach Katharina von Bora. Es gibt eine Arche des Obstes. Die Pflanzen im Garten sind alle ausgeschildert. Man findet sogar einen kleinen QR-Code und wird dort rübergeleitet zu einer Bibelgarten-App. Von da aus geht's weiter zum Emsland-Mohr-Museum und machen dort eine Mini-Tour durch den Naturpark. Im Mohr-Museum kann man eigentlich bei einer Fahrt mit der Feldbahn den ganzen Naturpark auf einen Blick erkunden. Man kann sich entlang der Bohlenwege zu den Plattformen bewegen und dort findet man Informationen zum früheren Leben der Moorbewohner oder zur Flora und Fauna der Moore, findet Hinweise zum Torfstechen und kann auf diese Weise sich ganz viele Informationen über das Moor erschließen. Wir begeben uns in den Naturpark mitten rein, steigen dann auf Räder und fahren zum Dahlum-Wiedmarschner Moor und schauen in die Weite der Moorlandschaft vom Besucherhügel aus. Der Naturpark Mohr liegt auf einem Teil der Fläche des ehemaligen Burtanger Moores. Dieses Burtanger Moor zog sich einst fast endlos entlang der deutsch-niederländischen Grenze. Das Emsland ist nicht nur sehr gästefreundlich, es ist auch sehr familienfreundlich. Man kann viel erleben auf den Erlebniswegen, Mitmachstationen. Man hat spezielle Besucherangebote, zum Beispiel am Mohrmuseum, die zum Mitmachen anregen. Ganz besonders sind am Mohrmuseum die Ferkel zu sehen. Und ein ganz besonders berühmtes Ferkelchen gibt es auch. Und das ist Gerrit. Es gibt nämlich ein plattdeutsches Kinderbuch. Das heißt Gerrit büxt ut. Mir gefällt die enge Vernetzung zwischen der deutschen und niederländischen Seite besonders gut. Und es kommt einem immer so ein bisschen wie ein Mini-Urlaub vor.